Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Ja, es läuft soweit alles nach Plan, außer dass Engo nicht irgendwie bei uns in der Truppe mitspielen möchte. Ich weiß nicht, was wir mit Engo machen könnten. Ich möchte Engo nicht exekutieren, ich möchte, wenn, dann Engo schon freilassen. Werden wir auch spätestens dann machen, wenn wir genug Medizin haben. Und du wirst ja auf jeden Fall was futtern und dann weiter am Labor dann bitte Medizin herstellen. Ja, bitte. Das würde mich sehr freuen. Ja, sehr gut. Fabi hat wieder die ganzen Beete angepflanzt. Das finde ich wunderbar. Der Long ist fleißig am Kochen. Sieht bis dato sehr schön aus. Wir müssen halt immer nur ein bisschen darauf warten, wegen Stoffen, diesem, jenem, wie wir was herstellen und wie wir was halt rankriegen. Bei vielen Sachen bin ich natürlich mir selbst persönlich noch im Unklaren. Aber ich denke mal, im Laufe der Zeit sollten wir schon alles hinkriegen. Was wir jetzt noch einmal in Auftrag geben könnten, wäre, dass ich doch gerne noch mal eine Assault Rifle hätte. Ich gehe mal stark davon aus, dass Sunny sich dann darum kümmern wird. Wir haben bis dato sonst alles erledigt. Sieht auch soweit sehr gut aus. Und müssten uns eigentlich nur noch im Equip halt noch ein bisschen verbessern. Und ich sag mal, spätestens wenn wir 10 Medizin haben, was ich denke, dass wir heute noch hinkriegen, obwohl wir haben schon 23 Uhr, würde ich behaupten, dass wir uns ein Medizinbett dann hinstellen, dass wir Engo einfach freilassen, Pluspunkte dann bei der Fraktion kriegen. Das war ja hier bei denen hier, bei 84, minus 84, damit wir dann ohne Probleme weitermachen können, weil ich glaube, wir sind schon so lange dabei, irgendwie Engo zu überreden. Und ich meine natürlich, ich kann es ja auch verstehen, es ist ein Stammesmitglied und, ja, ne, was willst du da noch großartig machen? Aber der Plan sieht nach wie vor wie folgt aus. Ich bin dabei, so viel Medizin wie möglich herzustellen. Wir haben noch etwas Stoff, das müssten noch dreimal Medizin sein. Ich weiß nicht, ob wir da nicht sogar vorsichtig sind und einfach langsamer machen. Und, das war halt dann sonst einfach mal gucken. Ich möchte gerne später, nee, am Steinmetztisch möchte ich auf jeden Fall gerne später weiterarbeiten, sobald wir genug Rüstung und Co. hergestellt haben. Ich möchte gerne, dass das Essen hier mal auf Vordermann gebracht wird. Wir haben nämlich wahnsinnig viel Fleisch und ganz viele andere Utensilien. Und ein Wanderer bleibt. Oh, ich glaube es nicht. Ein Dorfbewohner namens Hannah ist angekommen und tritt der Kolonie bei. Sie ist oh nein. Geologist. Das ist doch Wahnsinn. Hallo, Hannah. Also, die Hannah verweigert soziale Kontakte, ist eine Hitzeliebhaberin. Das heißt, sie liebt heißes Wetter, verträgt die Kälte aber nicht sonderlich gut. Und ist leider depressiv, hat also einen permanenten Einfluss auf die Stimmung. Dafür ist sie einigermaßen im Fernkampf, könnte Nahkampf trainieren, hat was mit Tieren zu tun, hat das Handwerk auch etwas fit. Die Forschung könnte sie mit unter anderem durchbringen, aber vor allen Dingen der Bergbau. Und das ist das, was halt interessiert. Sie trägt bis dato eine Schutzweste. Sie bräuchte noch einen Parker, was wir, glaube ich, hinkriegen sollten. Ja, Biberleder hätten wir genug. Das heißt, da können wir direkt nochmal hier in Auftrag geben, dass wir bitte noch einen Parker bräuchten. Und dann sollte die Sache eigentlich auch schon laufen. So, Sturmgewehr wird hergestellt. Ja, die Hannah, ich fasse es nicht. Da kriegen wir ja echt noch jemanden dazu. Das heißt, das Gebet hier wäre dann für die Hannah dann. Wollen wir mal eben zuweisen. Hannah zuweisen, zack, das ist ab heute dein Zimmer. So, und Engo, wir machen das jetzt folgendermaßen mit dir. Ich habe keine Lust mehr. Wir werden dich freilassen. Ja? Dann wünsche ich dir noch viel Spaß. Okay. Aura nimmt Engo mit. Jetzt bin ich ja mal gespannt. So, und hat jetzt Engo einfach freigelassen, ja? Sehe ich das richtig? Er ist gefesselt, verlangsamt, aber wir haben ihn freigelassen. Was haltet ihr denn jetzt davon? Bedürfnisse.
Ich war auf einer Party, sehr gemütlich, sehr niedrige Erwartungen und Engo darf jetzt einfach in die Freiheit hinüberschlenzeln, ja? Was heißt, er verschwindet jetzt von der Karte und alles ist gut. So, die Beziehung zu eurer Fraktion, jawohl, hat sich um 15 verbessert, da Engo die Karte im gesunden Zustand verlassen hat. Ja, da können wir mal gucken. Die Fraktion, die ist jetzt nur noch minus 69. Das ist eigentlich okay. Das heißt, wenn wir das nächste Mal wieder ein paar Gefangene machen und die aufpäppeln, dann könnten wir sogar Händler von denen kriegen. Ach, guck mal hier, die Hanna da. Die hat ja Handwerk, stimmt ja. Und das heißt, dass Hanna kümmert sich auch mit darum. Der Long ist fleißig am Kochen, das freut mich auch. Der Fabi kümmert sich wahrscheinlich, Bauteile ab, okay. Du Fabi, hast du denn Bergbau? Nee, der Bergbau bringt ja gar nichts, mein lieber Fabi. Dann komm mal her. Arbeit? Fabi, Bergbau, nein. Hat Fabi denn irgendwas mit Handwerk? Nee, auch nichts Besonderes, ne? Nee, leider nicht. Eine Vorratskapsel. Jawohl, du hast den Absturz einer Vorratskapsel registriert. Vielleicht findest du etwas Besonderes da. Oha, da ist aber einiges. Wir haben Schlackebrocken, die können wir auf jeden Fall transportieren. Und Sandsteinblöcke. Ja, immerhin. Immerhin. Kann man eigentlich im Großen und Ganzen nicht meckern. So, wird hergestellt von der guten Hanna. Die Hanna baut jetzt natürlich Bauteile ab, weil Hanna halt den Bergbau hat, was mir klar ist. Werden wir auch weiterhin so machen, dass Hanna sich um den Bergbau kümmert. Ansonsten, wenn sie noch irgendetwas machen sollte, auf jeden Fall Träger und Reiniger wäre ganz nett. Und ansonsten bleiben wir erstmal so dabei. Sie hat natürlich noch die Chance zum Jäger, weil sie hat ja besondere Schussfähigkeiten. Obwohl, nee, das lassen wir einfach weg. Das lassen wir erstmal einfach weg. So, Sunny, was machst du denn gerade? Verarbeitet Schlackebrocken zu Metall. Das finde ich ganz nett, aber ich möchte ehrlich gesagt, dass du erstmal hier weitermachst. Bei dem Handwerk. Und Hanna, auch wenn du gerade noch hin und her trägst, möchte ich dich bitten, dass du zurückkommst und den Parker fertig machst, damit du hier nicht erfrierst noch in der kalten Zeit. Also das, was ich mich jetzt gerade jetzt im Augenblick direkt frage, ist halt, Aura, du wirst bitte noch ein bisschen Medizin herstellen. Nahrungsmittelvergiftung ist okay. Wir werden hieraus erstmal kein Gefängnis machen, sondern ein Krankenbett. Aber wir werden das Bett, was da drinnen steht, auf jeden Fall erstmal abreißen. Hier drin ist es so und so schmutzig. Ja. Darum müssen wir uns auch noch kümmern. Und ja, wir könnten halt ein Krankenbett bauen. 100, ja, ein Bett, das speziell für die Behandlung verletzter Personen entworfen wurde, verbessert die Wahrscheinlichkeit, medizinische Behandlung sowie Operationen erfolgreich durchzuführen. Und ich bin dafür, dass wir das auf jeden Fall dann hier reinbauen werden, sobald wir hier ungefähr wissen, wie wir es machen. Ich weiß nicht, ob wir hier Raum für Raum es wieder machen müssen, damit die Leute in Ruhe schlafen können. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir hier noch etwas durchziehen werden, aber oha. Aber schauen wir mal. Ein Castaway namens Hiroto kontaktiert dich aus der Nähe. Er wird vom Piraten der Fraktion Finstere Diebe gejagt. Er fleht um Hilfe und bietet an, deiner Kolonie beizutreten. Biologisch ist er schon 50 Jahre alt, aber wenn wir annehmen, müssen wir gegen die Piraten kämpfen. Und wir bieten ihm Sicherheit, aber sowas von. Das ist doch klar, oder? Das war so jemanden Sicherheit bieten hier. Der flieht gerade vom Piraten. So, das heißt, alle mal rankommen hier. Und zwar mit alle meine ich auch alle. So, komm alle ran hier. Achso, nee, habe ich falsch gemacht. So war das richtig, ne? So, jetzt. So, alle rauskommen.
Auf in den Kampf! Kommt mal ran hier. So, Überfall. Wie viele haben wir denn? Ja, die Piraten kommen und es kommt nur ein Pirat, der ein Stahlmesser dabei hat. Ja. Okay. Long, du stellst dich hier an den Baum. Sunny, du stellst dich einmal hier rüber. Du stellst dich dann bitte einmal hier rüber. Dann brauchen wir hier noch einmal die Pistole. Und ihr zwei dürft dann schon mal arbeiten gehen wieder oder schlafen gehen, wie ihr möchtet. Und der Jäger ohne Fernkampfwaffe. Ach so, der Hiroto wurde als Jäger eingestellt und hat noch keine Waffe. Ja, das ändern wir bald. Ich werde selbstverständlich jetzt erstmal gucken, wann und wo er kommt. Da ist er. Ja, das sieht nicht gut aus, ne? Also ich meine, er ist schon ordentlich verletzt jetzt bei der Hälfte. Oh, dann dieses Assault Rifle ist ja auch mal gut. Ja, und da hat sie ihn leider dann zerrippt, ne? Schade, er ist sofort tot. Wir konnten ihn nicht retten. Nee, ich gucke ehrlich gesagt gar nicht drauf. Wir werden ihn ausziehen und der Rest ergibt sich von selbst. Wieder zurück an die Arbeit, Leute. Ja, tut mir leid. Aber er, ja, er wurde losgeschickt, um wahrscheinlich hier unseren Hiroto, ja, halt nur mal ans Leder zu gehen, ne? So, die Bedürfnisse. Er ist vergnügt, alles klar, gemütlich. Er wurde beleidigt, aber ansonsten ist alles okay. Er verweigert die geistige Arbeit, sozial, künstlerische und Feuerlöschen. Er ist Pyromane und das ist. Ah, also, er ist erstmal nervös zur Zusammenbruchschwelle. Er ist psychisch sensibel und Pyromane. Er ist gut im Nahkampf und im Aufbauen. Das heißt, ab sofort, Sunny, du wirst zwar noch aufbauen, aber nicht mehr so doll. Das wird jetzt auf jeden Fall hier unser Hiroto machen. Na? Kann er nämlich machen, hat es schon schwer, okay. Ansonsten Träger und Reiniger, auf jeden Fall. Feuer löschen kann er nicht. Und mit Erzen hat er eh nichts am Hut, ne? Nee. Nun gut. Er braucht natürlich noch eine Waffe. Sunny verarbeitet gerade. Sunny. Komm hier rüber. Was soll das denn wieder? Mach bitte die Waffe fertig. So, ansonsten, oh, ich sehe gerade. Der schläft natürlich jetzt irgendwo anders, ne? Das ist alles andere als schön. Ja, wir haben Sandsteinblöcke. Strukturen, Sandsteinblöcke. Wir sind 12 in die Breite gegangen. So, ich werde mal 2 Abstand lassen. So, was hatten wir gesagt? 12, ne? Und dann einmal hinunter und einmal hier rüber und einmal hoch. Und das wird auf keinen Fall reichen. So sehe ich das jetzt schon. Und du wirst auf jeden Fall dann bitte, ach, was weiß ich, nimm Sandsteinblöcke Tür, weil wir es können. Einfach mittig reinklatschen und gut ist. Und dann guck mal, wie weit du dann damit kommst. Ansonsten, der Steinmetztisch werden wir auf jeden Fall wieder jetzt mal eine Aufgabe herstellen, dass wir nämlich schon endlich viele Steinchen dann produzieren und herstellen. So, was machst du denn? Er trägt jetzt, bauen. Jawohl. Mehr wollten wir gar nicht. So, das hier ist ja noch von der Hanna und wir bräuchten jetzt sogar 2, ne? Brauchen wir 2? Ach, wir haben schon Frühling. Wir haben schon Frühling. Ich glaube, das ist eigentlich halb so wild. Aber in den Aufgaben können wir eigentlich noch ein Parker herstellen. So soll es sein. Aber wenn ich das richtig sehe, haben wir gar nicht genug Leder, ne? Was fehlt uns denn? Pumafell, da kommen wir jetzt nicht so einfach ran. Truthahnleder. Ja, das sollten wir doch hinkriegen, ne? Guck mal hier, da haben wir einen dicken Truthahn. So, zack. Da ist er hops. Du gehst hops. Aber noch irgendwo ein? Da unten ist noch einer. So. Und dann holen wir uns nämlich noch ein bisschen Truthahn ran. So, Hanna, was machst du denn? Du bist gerade am Meditieren. Finde ich super. Aber du wirst hier, entschuldige, wenn ich dich gerade dabei störe, weiter arbeiten.
So, der Hiroto. Da bin ich ja mal gespannt. So, das kann hier auf jeden Fall alles weggetragen werden. Wenn wir nämlich keine Lust mehr darauf haben. Dann wird nämlich hier, werden hier mehr Zimmer gebaut. Wir werden nämlich schon echt groß, was mich sehr fröhlich stimmt. Ich weiß zwar nicht, wie viele Bewohner wir insgesamt haben können, aber bis dato läuft alles am Schnürchen. Wir haben natürlich jetzt 7 Stoffe. Das ist okay. Da könnten wir eigentlich sagen, hier stell mal bitte noch ein bisschen Medizin her, wenn du so nett bist. Und dann läuft das doch. Oder können wir nicht mehr? Doch, wir können noch. Warum denn eigentlich nicht? Genau. Wunderbar. So soll es sein. So, und zack hatten wir noch einen Parker. Den hat Hannah sich natürlich direkt unter den Nagel gerissen. Und, bau du ruhig mal da erstmal in Ruhe weiter. Oh, und was sie auch am Ballern sind, ne? Finde ich gut. Finde ich gut. Sieht doch alles erstmal ganz gut aus. Ja, da liegt Dreck, ne? Da müssen wir mal gucken. Wenn das hier, glaube ich, ein richtiges Zimmer wird, wird hier auch aufgeräumt. So, Sunny, wie sieht's denn aus? Ja, das dauert leider noch 1 bis 2 Tage, ne? Oh, das sieht nicht gut aus. Ess dir mal bitte etwas. So, du bist natürlich für... Okay, Nahrungsvergiftung. Ja, passiert halb so wild. Fabi ist diesmal jetzt am Kochen. Fabi darf auch kochen. Hat natürlich etwas mit Kochen zu tun. Hat schon 10. Und der Long, der ist nämlich jagen und der geht jetzt kochen. Wunderbar. Und Fabi geht nämlich damit dann... Achso, er ruht sich zurzeit aus. Ist auch okay. Ach, schön. Ist ganz okay so. Gefällt mir. Aufgaben. Ich werde danach noch einen Sniper-Rifle herstellen. Ja. Ich denke mal, das sind so die 2 wirklich guten Waffen, die ich jetzt so auf Anhieb finde. Also ich meine... Wir könnten halt den Raketenwerfer herstellen. Wir könnten ein leichtes und ein schnelles Maschinengewehr herstellen. Aber ich mag eigentlich sowas schon ganz gerne. Wir könnten halt dann noch Rüstung und Westen herstellen. Also in dem Sinne Helme und Westen. Da müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Und bis jetzt sieht das ganz gut aus. Bald werden wir noch uns hier am Steinhau-Metz-Dings da... Dann, ne? Ja, ja, ja. Die Leute werden auf jeden Fall ordentlich zu tun haben. Was ich auch ganz gut finde. Wir müssen uns halt nur irgendwie auch ein paar Gedanken machen, dann, Ah, du kannst natürlich jetzt nicht Ende machen, ne? Das dachte ich mir. Hast du irgendwas mit Handwerk zu tun? Handwerk 1. Das ist natürlich jetzt nicht gerade das Beste vom Besten. Er weiß nämlich nicht, wo er schlafen soll, der gute Junge. Das ist natürlich auch ein bisschen doof. So, wir werden jetzt in die Möbel gehen. Wir werden jetzt ein Krankenbett aufstellen. Das werden wir jetzt auf jeden Fall machen. Und das werden wir auch hier hinbauen. So. Unser erstes Krankenbett, falls es dann wirklich doch mal eng wird und jemand sollte echt stark verletzt sein, dann möchte ich doch gerne wirklich ein Medizinzimmer haben. Wenn man das jetzt so nennen könnte. Werden hier dann auch später eine Mauer dazwischen stellen und dann später hier noch ein Bett machen und so weiter und so fort. Eine... Vorratskapsel. Oh, was ist das denn? Bierwürze. Ja, sehr schön. Und ganz viel Stahlschlackebrocken. Oh, wunderbar. Wunderbar. Was wollen wir denn mehr? So, aber ansonsten sieht es ja super aus, ne? Wir haben genug Truthahnleder. Ich glaube, daraus können wir noch ein paar dann machen. Das werden wir dann nachher sehen. Mia ist ein Frühaufsteher und ist schon hier unterwegs. Dann kriegt nämlich... Braucht Hiroto eigentlich einen Parker? Inventar? Er trägt eine Stoffjacke. Okay, die ist aber im üblen Zustand. Also nur noch 56%. Sollten wir also hinkriegen. So, Hanna, du trägst Bauteile. Dann möchte ich doch gerne, dass du hier auf jeden Fall nochmal bauen gehst. Du spielst gerade Hufeisen. Ruhst dich mit den anderen aus. Das ist okay. Achso, könnt ihr euch nicht hier mit an den Tisch setzen? Ist das so voll dann, oder wie? Ah, das wäre ja was, ne? Dann müssen wir das hier so und so auch ein bisschen umbauen. Ja, machen wir noch. Machen wir noch.
Was werden wir noch machen? So eine schöne große Halle dann. Eine Boomratte wurde zahm. Okay, warte mal. Tiere. Boomratte. Markiert zahme Tiere, die geschlachtet werden sollen. Ja, die Boomratte, bitte. Das ist mir zu riskant. Wenn die hochgeht, dann haben wir echt ein Problem. So, Sunny, was machst du? Verarbeitet Felsbrocken. Ja, das finde ich super, super lieb. Aber ich möchte gerne... Oh no. Wird benutzt von Long. Jetzt fängt der Long hier noch an zu arbeiten, ne? Ach, Wahnsinn. Jetzt fängt er an, das Präzisionsgewehr zu machen. Ah, die Leute machen wieder, was sie wollen. Haben wir nicht aufgepasst. Oh, was ist denn hier passiert? Behandlung benötigt. Mia. Ach du je. Hiroto, was hast du vor? Ach so, wegen Sandsteine. Okay, okay, okay. Dann bau das mal bitte eben kurz zu Ende. So, und dann möchte ich gerne, dass du bitte das Bett als erstes fertig machst. Gerade weil jemand verletzt ist. Was ist dir denn passiert, sag mal? Ah, Verbrennung. Ah, wegen der Boomratte, ne? Oh. Ah, ich dussel. Aber nicht aufgepasst, aber ist okay. Ist okay. Kriegen wir hin. Zack. So, und da war es nämlich. Krankenhausbett. Perfekt. So, Mia hat sich vollständig erholt. Super. Hier sieht auch alles super aus. So soll es sein. Da gibt es noch einen schönen Holzboden, weil wir gar nicht mehr so viel Holz haben. Okay. So, Aufgabe beendet. Näher einen Parker. Und ich denke mal, den Parker... Oh, warte mal bitte. Lager. Ich möchte gerne, dass du etwas Hergestelltes hier auch reinlegst. Und zwar... Textilien, Leder, hergestellt. Medizin, Drogen, Dingens, Dingens, Dingens. Warum... Ach, Kleidung, hier. Nö, da kommt keine Kleidung hin. Die Kleidung kommt dann bitte hier auch rein. So. Dann will ich nämlich hoffen, dass jemand jetzt... Genau, wunderbar. Dankeschön. Truthahnleder, jawohl. 99% ist noch okay. Alles im grünen Bereich. Sollte schon funktionieren. So, aber wir haben niemanden, der irgendwie gerade hier am Saubermachen ist, ne? Das irritiert mich, ehrlich gesagt, ein bisschen, aber nun gut. So, dann werden wir auf jeden Fall Möbel machen. Es gibt ein neues Bettchen. Dazu gibt es selbstverständlich die Heizung. Und weil es so schön ist, in den Möbeln noch eine Lampe. Und selbstverständlich die Stromverkabelung darf hier auch nicht fehlen. Die gibt es nämlich dann auch direkt hier umsonst dazu. Ansonsten abreißen. Das wird abgerissen, bitte. Oh, da müssen wir aufpassen. Ich weiß nicht, ob das überdacht ist. Deswegen werde ich mal einen stehen lassen. Das kann nämlich richtig böse in die Hose gehen. Aber das und vieles mehr sehen wir dann auch wieder mal das nächste Mal wieder. Es läuft richtig gut. Gefällt mir. Bis dahin.